Mahlzeit, ihr Schlawiner. Hier ist wieder Knochen. Das ist ein Replay jetzt mit der BF109E3. Ich habe ein Video aufgezeichnet gehabt, da lief es richtig scheiße mit der. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das veröffentlichen werde. Ihr werdet es ja sehen dann. Es kann natürlich auch sein, dass ich das... Ich habe überlegt, ob ich vielleicht einen anderen Kanal mache und da meine ganzen Fails zusammenstelle oder so. Ja. Oder überlegt, ob da vielleicht andere auch ihre Fails mit beitragen können, dass man schöne Compilations macht und so. Ja, ist sehr innovativ, gibt es natürlich noch nicht. Noch niemand gemacht, aber... darum geht es jetzt gar nicht. Hier fliege ich, wie gesagt, mit der BF109E3. Das eigentlich aufgenommene Video lief überhaupt nicht gut. Ich glaube, da habe ich nur 2 Kills gemacht. 2 Kills und in der zweiten Runde gar kein Kill. Habe zwar auch, glaube ich, kein Flugzeug verloren, aber war eigentlich nicht so schön anzuschauen. So, hier mache ich mal 6 Kills und verliere nur einmal das Flugzeug. So, da kommt schon die ersten. Ich mag ja wirklich die BF. Ich habe ja vor Monaten mal gesagt, dass ich die echt nicht so prickelnd finde, dass mir die Streuung zu hoch ist und so. Im Gegensatz zu den Focke Wulf. Aber das hat sich mittlerweile verbessert. Ich bin auch mehr BF geflogen. Dadurch konnte ich natürlich mich auch besser mittlerweile auf das Flugzeug einlassen und so. Zack, 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 zack. Der ging daneben. Also relativ flott bei Fuß, wie man so sagen würde. Ich denke, ich glaube, den kriege ich noch. Ne, ich lasse ab. There's my boy. Oh, fast gerammt. Es ist natürlich so, das läuft ja ein bisschen länger, weil ich versucht habe, wirklich so vorsichtig wie möglich zu fliegen, um so wenig wie häufig abgeschossen zu werden. Jetzt ist natürlich meine 20 mm sind jetzt aus. Aber der muss auf jeden Fall noch mitgehen. Ich glaube, der ist auch noch dabei. Yep. Und den Kollegen gerettet. Oh, ganz die süße Gladiator da. Einfach zu schön. Ich meine, das war Battle Rating 2.7 hier oder so, ne? Und da flattert er mit der Gladiator da oben. So, PBY. Aber ich hab den hier, BF109. Wow. Das war aber nur ein Kill Assist. Journal Noob? Der Name. Journal Noob mit seiner Gladiator, aber immer noch dabei, den hat keiner abgeschossen. Mir ist schon oft passiert, ich will auf eine Gladiator und irgendwie kann nur eine Salve für eine Sekunde raufhauen und dann macht er ein Manöver und ich muss erstmal wieder mich sozusagen einjustieren hier. Gladiator ist weg. War, wie ist die Karte hier? Fort von Moskau, glaube ich. Zack, boom. Aber der war schon vorher hinüber. Und wenn ich hier wieder rausfliege, dann lade ich auch zwischendurch öfter mal nach. Weil ich einfach auf meine 20 mm angewiesen bin. Die sind sozusagen mein Schlüssel zum Erfolg, mein Ass im Ärmel, wie man so sagen würde. Just chill, bro. Kann sich drüber nachdenken. Ich weiß jetzt gar nicht, auf wen ich eigentlich gehe. Das könnte die MC sein, ja. Zumindest schwer danach aus. Also, Spitfire. Die Spitfire habe ich jetzt auch mitbekommen. Natürlich einen Ticken wendiger. Da er im Sturzflug war, ist er natürlich auch erstmal schneller. Ja, ich hatte bemerkt, dass ich von hinten beschossen werde, habe also versucht, so ein paar Mal Billigmanöver zu fliegen. Und er ist weg. Er ist weg. P36. P26. Knapp gefehlt. Und weg. Knapp verfehlt und weg. Einfach abgestürzt. Ja, ist mir aber auch schon passiert. Jetzt irgendein Manöver probieren und dann Arsch lecken. Just Chill ist jetzt dran. Also so nicht, aber ich glaube, er ist noch dabei. Guck sie dir an, diese Arschgeier. Und keiner guckt natürlich, ob er jemanden treffen würde oder so, ne? Oder abrammen würde und so. Das ist schon scheiße. Aber blöd ist er nicht. Ich meine, er lebt immerhin noch, also kriegt er wohl einiges hin. Aber das sind sicherlich Teammates hinter mir. Das ist ja partiell.
Hier reicht schon ein Treffer. Ich habe gehört, da war ein Crit mit bei gerade. So, da haben wir noch eine Fury. Ich bin schon ziemlich getroffen. Ich meine, so mittelschwer beschädigt, sagen wir mal so. Aber das affektiert natürlich auch die Flugleistung. Ich fliege dem hier fast in den Arsch rein. Aber er ist weg. Trotz allem nur eine Abschusshilfe. Da lag wohl nicht viel Zeit dazwischen, zwischen dem, der zuletzt aufgeschossen hat, und mir. Jetzt ist noch einer runter, habe ich Umkillhilfe bekommen. So, die Jacke, die war auf jeden Fall auch noch mit bei. Oh, ich habe mein Fahrzeug verloren. Irgendwann musste es ja mal so kommen. Bei diesen Domination-Matches ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Obwohl, es ist kein reines Domination-Match. Eigentlich ist es kein Domination-Match, aber die Leute haben gespielt, als wäre es ein Domination-Match, weil die waren auch nicht allzu viel Bomber unterwegs, wie ich das mitbekommen habe. Und wenn sie unterwegs waren, sind sie selten dahin gekommen, wo sie eigentlich hin wollten. So, das ist jetzt die E4, weil ich hatte keinen Gutschein für die E3. 88 ist raus. Irgendwie, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, vielleicht liegt es einfach nur an der Bemalung oder so, finde ich die E4 ein Ticken schlechter oder ein Ticken schwächer als die E3. Aber ich kann mich auch täuschen, vielleicht ist das nur eine falsche Wahrnehmung oder dergleichen. So, hier ist mein Ziel mit Sicherheit die SB2M. Riecht jedenfalls schwer danach. Ich glaube, das war auch nur... Ja, was war es eigentlich? Jetzt weg. Also ein Kill war es nicht. Sondern ein Kill Assist, wie man sieht. Zack, den habe ich mir auch noch geholt. Ich habe mal ein Video gemacht, falls sich irgendwer daran erinnert. Das ist, glaube ich, schon 8 Monate oder 9 Monate her, dass man die Abschusshilfen abschatten soll. Also mittlerweile denke ich nicht mehr so. Ich finde sogar, dass man sowas wie Kill Assist auch in anderen Spielen einfügen soll. Zum Beispiel, auch wenn es überhaupt Genre fremd ist hier, bei... Oh, den, den könnte ich mir auch noch holen. Oder da? Nee, ist ja gut. Bei World of Warcraft. Wo man da wirklich ewig mit beschäftigt ist, vielleicht auch so einen Heiler zu kloppen. Da weiß ich nicht, wie viel Schaden aufgeknallt hat. Dann ist er fast tot und einer kommt, sneakt sich ran und zack, haut ihn weg. Ich finde, da sollte man auch so wie so Kill Assist einführen. Und ich glaube, da, dazu sind die in der Lage. Ich glaube, ich schreibe das mal irgendwann mal ins Forum da. So. Ein Kill ist auf jeden Fall noch drin. Also vom Killstreak her ist es natürlich jetzt nicht so groß. Ich bin noch nicht der Erste hier. Aber ich glaube, die Kombination aus kaum Verlust und viele Abschüsse ist natürlich eigentlich... mir mittlerweile am liebsten. Ich meine, früher hatte ich das auch gehabt. Da habe ich dann... Ich war oft Erster, habe aber irgendwie 5 Flugzeuge verraucht. Bei 4 Kills. Und habe einfach nur durch die Anzahl der Punkte natürlich mich auf diesen Platz irgendwie nach oben gehievt. Weil ich ständig in die Gruppen reingeflogen bin und dachte, hier, Geronimo, ich mach das klar hier. Das ist auch so, da muss man ganz schön gucken hier, wie man sich jetzt aussucht. Ich habe seinen Öltank getroffen. Zusehen, dass ich hier selber irgendwie am Leben bleibe. Die P400 ist, das war eigentlich mein Glück. Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich noch irgendwie aushalten können, aber trotzdem war es gut, dass sie abgebrannt ist. Und dass die Hurricane zum Beispiel nicht weiter mich verfolgt hat. So, wird auch Zeit langsam hier mal wieder zu drehen und reinzugehen. Ich meine, ich glaube, Abschusshilfen, das ist auch nicht schlecht. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen, ne? Da braucht man sich auch nicht für schämen. Ich habe auch Matches gehabt ohne Kill, aber mit 13 Abschusshilfen. Ich glaube, das war mit einem B25 Bomber oder so. Das war natürlich heftig. Okay, da kriegt man auch leichte Abschusshilfen eigentlich insgesamt. Mit irgendeinem Treffer landet man immer, es sei denn, jemand kommt und schießt einen sofort den Piloten über den Haufen.
Just chill. Ah, der hat mich gekillt. Aber wer klopft hier eigentlich wo? Das würde mich mal interessieren hier. Ich glaube, den chillen, den könnte ich noch. Wäre was die 109 oder der Gladiator? Oder die Gladiator? Ich glaube, war Gladiator. Das wäre auch nicht so schwierig gewesen. Ganz klar, Gladiator. Was hätte es auch sonst sein sollen? Aber hat mir gut was verpasst. Jetzt ging es, glaube ich, nur noch darum, für mich hier am Leben zu bleiben. Wenn man natürlich so getroffen ist wie ich jetzt, dann kommt man natürlich nicht mehr auf die Höhe, die man gerne hätte. Und man kann auch nicht mehr so gut hier andere verfolgen. Da muss man theoretisch darauf warten, dass hier jemand mal vorbeischnurrt, aber das wird wohl hier nicht mehr passieren. Das passiert hier auch nicht mehr. Ne, das ist alles hier. Hier gibt es nochmal das letzte Aufgebot. Ah, schön, herrlich, herrlich. Ich glaube, ich mache hier noch eine Abschlusshilfe, das könnte möglich sein. Dazu müsste ich nur treffen. Also eine Abschlusshilfe, weil er mir den noch mitnehmen. Jupp. Es kann sein, ich glaube, den habe ich auch noch geschossen dann. Ja. Einfach fürs Klauen. Das war einfach ein bisschen zu dreist. Zu dreist einfach. Stimmt, ich schieße noch auf den. Ich versuche den. Also ich will ihn nicht killen, ich will ihn nur schwer beschädigen. Ja, manche Dreistigkeit muss man nicht gut gehen lassen. So, jetzt sind wir beide gleich beschädigt. Dann ist das wieder ausgeglichen und fair. Ja, das war es eigentlich gewesen hier. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Hinterlasst auch ein Abo. Ich werde versuchen, ein bisschen weniger Replays auch hochzuladen. Und dafür mehr normales Spiel. Und ja, das war's gewesen. Wie gesagt, hinterlasst ein Abo. Viel Spaß noch beim Zocken. Danke fürs Zuschauen. Und der ganze Herz. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.